Hat Bruder René Nachwuchs bekommen? Ich wusste ja, dass es nicht ohne Frau aushält. Wer ist wohl die Lady, mit der er dieses Baby gezeugt hat? So werden sich manche denken. Dieses Kind gehört nicht mir. Es ist von einem befreundeten Ehepaar. Ist es nicht wunderbar, dieses kleine Menschlein? Ich freue mich immer wieder, wenn ich Eltern mit ihren Kindern sehe. Und ich bin froh, dass in Österreich und in anderen Ländern viele engagierte Menschen sind, die sich für eine kinderfreundlichere Gesellschaft einsetzen. Für ein Umfeld, das jungen Paaren Mut macht, Kindern das Leben zu schenken. Wenn ich dieses Kind sehe, dann denke ich an die Geburt von Jesus. In der Heiligen Schrift heißt es, Maria gebar ihren Sohn. Mir scheint, Maria ist eine Frau, die der Welt Zukunft schenkt, weil sie ihr ein Kind gibt mit der Hilfe Gottes. Und noch dazu ist es ein besonderes Kind, Jesus. Ich glaube, dass in diesem Jesus Gott selbst in die Menschheitsgeschichte hereinsteigt, um sie in eine gute Zukunft zu führen. Ich glaube, Maria möchte uns sagen, auch du kannst der Welt Zukunft schenken mit der Hilfe Gottes. Zum Beispiel auch dann, wenn du heiratest und wenn aus der Liebe zu deiner Partnerin oder deinem Partner ein Kind oder mehrere Kinder hervorgehen. Kinder, die ein Zuhause haben bei Eltern, die sich treu lieben. Ich denke, das möchte uns die Frau sagen, von der es in der Heiligen Schrift heißt, Maria gebar ihren Sohn.